Ja, dann kannst du sie nach draußen vor die Tür bringen. Möchtest du noch was mit ihr besprechen oder möchtest du nur Bolltagszeit mit den anderen geben? Ich würde schon noch ein bisschen mit ihr reden, damit das jetzt nicht irgendwie komisch wirkt Ja, klar. und vielleicht ein bisschen was an, so in puncto Handelsbeziehungen für Janka, wenn sich da was machen lässt, aber Okay, gut. Hatte Boltak selber noch irgendwas vor? Nein. nee, tatsächlich wollte ich Zulamin noch mal ein bisschen Zeit verschaffen. Ich wollte mich natürlich noch mal mit den anderen beratschlagen, was sie davon halten. Also ein bisschen lästern eigentlich. Aber na, das, was Boltax halt so macht. Gut, alles klar. Dann könnt ihr euch erholen. Regeneration plus 2. Für Auch alle. für die Auswärtigen? Das ist ein gutes Gasthaus. Kostet aber. Abel mir bezahlt. Einfach sagen, Abel mir bezahlt die Leute. Denn ich habe kein Geld. Welcher Ansonsten müssen Tag wir ist jemanden. jetzt? Der Es ist jetzt fünfte? der 5. Firon am nächsten Morgen. Also am nächsten Tag ist dann der 5. Firon. Okay, nice. Richtig. Na, ich bin voll. Dann Nice. meditiere ich jetzt morgens. Ich Also besitze sogar meine LP meditierst. sind voll. Zeit, einen Dämon zu beschwören, würde ich sagen. Viel Wir haben meditiert? verschiedene Ziele, ich sehe das. Ich bete meinen Gott an. Ja, ich rufe jetzt erstmal einen Dämon, just in case. Ja, Samtilio, willst du irgendwas beschwören oder? Nein, nicht wirklich. Okay, der Noch sagt mir nicht. noch nicht. Noch nicht. Ich habe Pläne mit Diamantes. Gut. Erst wenn wir Frieden kriegen Gut, von dann. Imperium. Wenn ihr einen steilen Ritt reitet, 40 Kilometer, weil Berge, dann könntet ihr Kerschel Tarif noch erreichen an diesem heutigen Abend oder aber kurz davor dann Nasori. Steht euch frei. Ihr trefft euch wieder auf dem Marktplatz von Nahuabad. Noch irgendwelche Orangen, die euch angeboten werden. Und wenn ihr dann Duncan ablehnt, all eure Tagesrationen eingepackt habt und wieder verstaut seid, dann sitzt ihr allesamt auf euren Pferden und den Sträußen, dem Strauß, und könntet euch noch auf dem Marktplatz unterhalten oder losreiten, wie möchtet ihr es haben. Ich würde gerne, wenn die versammelte Truppe beisammen ist und im Grunde schon alle auf den Pferden sitzen, noch einen kurzen Zwischenstopp auf dem Platz vor dem Raya-Tempel einlegen. Und mit ein bisschen geweihtem Rosenwasser aus dem Tempel jedem der Pferde ein Raya-Symbol auf die Stirn zeichnen für eine gute Reise. Und naja, zuletzt stehe ich dann noch vor Boltax und seinem Strauß. Und gucke ein bisschen zweifelnd. Naja, vielleicht wäre ein Avis-Segen ganz gut. Es ist ja ein Vogel. Ich werde ihn ein wenig damit besprengen. In Ordnung? Ja, das ist in Ordnung, denke ich. Es kommt ja aufs Gleiche raus. Gut, dann wird der Strauß ein bisschen besprengt, denn Sulamin hat Respekt vor dem Schnabel. Und ja, dann könnten wir los. Okay, dann geht's los. Ihr könnt einen ganzen weiteren Tag reisen, dabei weiteren Bauern begegnen, selbstverständlich auch weiteren Pilgern, was man dann eben auf der Reisestraße alles so erkennt. Irgendwelche Karawanen, die euch entgegenkommen mit verschiedenen Handelswaren und verschiedenen Höflichkeiten, die dabei ausgetauscht werden, bis ihr dann vor, ja, dem großen Felsen steht, im Kloster Nasori, ein Felsenkloster, was hier das erste Mal vor 800 Jahren erbaut worden ist, dann wohl wieder verfallen ist und dann wieder neu gebaut wurde, so dass sich jetzt mittlerweile direkt in den Felsen gehauen Nasori vor euch öffnet. Eins der schönsten Klöster seit dem Fall von Kirschalteref auf alle Fälle. Die Eingangspforte ist mit einer riesigen Tür versehen, zwei Flügel, die sich dann wieder aufschwingen. Sieht so aus, als könnte sie nur ein Riese öffnen oder aber Raphim. Sie schwingen sich dann aber auch auf. Irgendwie so ein Mechanismus, der sich da wohl im Inneren befindet. Vielleicht eine Kurbel, die Abel mir dann noch hören kann. Und so bewegen sich die Flügel dann eben leicht nach innen. Dann könnt ihr eine gigantische Felsenhalle erblicken, die ja wohl auch den zentralen Raum dieses Klosters freigibt. Also in den Felsen reingehauen. Nicht nur auf die Außenseite, sondern eben direkt in die Innenseite eines Felsens, wo dann viele Wege abführen. Im Westen Unterkünfte für die Geweihten,
Ihr könnt dann auch sehen, wie da ausgestattet sind Bäder oder Entspannungsräume und ein Raya-Tempel, eine Schatzkammer, ein Schlafgemach des Abtes, also von Asaban selbst. Und ja, so sitzt ihr oder steht in einer gewaltigen Felsenhalle und seht hier über diesem überdachten Felsendom Treppen, die auch abführen in irgendwelche Krypten, und neben den Bewohnern noch zahlreiche Pilger. Allesamt sind wohl sehr entspannt, laufen da nur mit wenig Seide oder mit Handtüchern bekleidet umher und haben so einen seligen Gesichtsaufdruck. Na, Boltax, das müsste doch mal ein Raja-Tempel nach eurem Geschmack sein. Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, das muss ich schon sagen. Ja, das kann man machen. Schnabelmir scheint auch ganz begeistert zu sein. Ah, Meister Asaban, ihr seid wieder da. Ja, Corian, danke. Nun, das sind unsere Gäste. Zulamin al-Shabrath aus Fazar und ihre Mithelden. Abelmir, Boltax, Diamantes und Rafim, das ist Serpentilio. Führe sie umher und lass sie sich wie zu Hause fühlen. Ja, Meister. Also gut, dann bedanke ich mich, dass ihr mich hierher gebracht habt. Wenn ihr mich sucht, ich werde meine Unterkünfte dort aufsuchen. Er zeigt auf einmal auf so eine Ausschilderung seines Schlafgemachs. Und wenn ihr noch etwas wünscht, wie gesagt, lasst es mich wissen. Gut. Wir werden uns auf jeden Fall noch verabschieden, bevor wir wieder aufbrechen. Was, wie ich denke, morgen der Fall sein wird. Ich denke auch. Von hier aus ist es nicht weit nach Keshal Taref, aber der Weg ist gefährlich. Ferkinder, die in den Bergen sitzen. Genießt die Annehmlichkeiten von Nasori. Hab Dank. Außerdem, vor den Ferkinern müssen wir uns doch nicht fürchten. Schaut euch Rafim an. Er ist immerhin der Wiedergeborene. Wie war das noch? Der, von dem du den Speer hast. Rashul al-Sheikh. Genau. Ja, aber meine Freunde nennen mich Rafim. Oder Rashi. Eigentlich nennen ihn seine Feinde auch Rafim. Kann er kaum jemanden, der ihn nicht Rafim nennt. Eigentlich nennen mich alle Rafim, aber das ist ja auch ein schöner Name, ne? Wo wir jetzt mal bei dem Namen sind, können wir das ja auch ruhig mal erwähnen. Rafim, erinnerst du dich noch an das erste Mal, als wir mit einem Schiff gefahren sind? Da gab es doch auch diesen anderen Rafim. Ja, also, aber erinnerst du dich noch, wie klein der war? Der ist so groß wie Abel, mir wie ein Kind im Prinzip. Corian, oh, lasst, auch lasst euch nicht aufhalten. Corian klatscht einmal in seine Hände. Ihr könnt sehen, er ist unglaublich kräftig. Muskeln, die sich da wohl unter seinem Gewand abzeichnen. Dann zieht doch bitte eure Schuhe aus, legt eure Rucksäcke ab, die Zelte, die ihr mitgebracht habt, lasst die Pferde hier. Und dann könnt ihr euch einmal entkleiden. Die Hallen hier sind warm genug. Es weht immer ein beständiger, warmer Wind durch die Tunnel. Das liegt natürlich an den Heilquellen. Wenn ihr einmal tief die Nase einzieht, könnt ihr das auch spüren. Es ist etwas salzig, es macht die Nase frei. Und wenn ihr mögt, könnt ihr uns zu den Heilquellen folgen. Da Boltax ja ohnehin keine Schuhe trägt, als Geode, zieht er einmal an seinem Gewand und fällt von ihm ab. Oh, ich fühle mich ganz wie zu Hause. Das ist wie bei einem geodischen Treffen. Los! Er greift einmal in eine, in eine Wand, kannst du sehen, wie da wohl mehrere Handtücher liegen, und reicht dir eins. Ach, das ist nicht nötig. Er nickt. Kapitana, haben wir dafür Zeit? Ja, ich denke, wir werden heute hier nächtigen. Es ist ohnehin schon spät. Und ja, wir könnten noch bis Keshal Taref kommen. Aber sollten wir tatsächlich einen Zusammenstoß mit Ferkinas haben, würde uns wahrscheinlich die Dunkelheit überraschen. Oh, das ist natürlich jetzt aber auch ein nettes Angebot. Noch ein paar Ferkinas heute Abend. Ich würde auch lieber mit Ferkinas zusammentreffen, als hier zu übernachten. Was? Habt ihr denn nicht von diesen grandiosen Massagen gehört, die es hier geben soll? Ich weiß, Heilquelle soll hier sein. Ich weiß nicht, was ihr für Bedenken habt, Abelmir und Rafim, keine Sorge, die Ferkinas sind morgen früh auch noch da. Naja, das versprecht ihr jetzt so großmündig, das will ich morgen aber sehen.
Außerdem, die elementare Sympathie innerhalb von so einer Heilquelle muss unglaublich sein. Da ist wahrscheinlich Wasser, Humus und Erz vorhanden. Also allein dieser salzige Duft in der Luft. Ah. Naja, ja, auch Voltax überlegt, es ist ja auch eine heiße Quelle. Naja. Wenn die Wanne steigt, ist bestimmt Humus in der Wanne. Na, natürlich, wenn ihr in die Wanne steigt, doch auch. Euer ganzer Körper besteht aus Humus. Abel mir. Also ich glaube, da bin du ja die Witzig verstanden, oder? Lasst ihn. So oder so. Ich denke, es wird unseren Gelenken gut tun. Und wie viel Strecke machen wir in der Nacht denn wirklich gut? Nicht viel, oder? Nicht wirklich. Und wenn ihr nicht baden wollt, Abelmir, ich bin sicher, dass man euch auch gleich euer Zimmer zeigt. Nur gegen das Baden per se habe ich nichts. Nur muss das unbedingt zusammen sein. Nun, der Letzte, der im Bad ist, ist eine faule Socke. Also Abelmir, du siehst auch, wie hier zahlreiche andere Leute sitzen. Teilweise auch siehst du zwei, drei Zwerge, die da sind. Aber viele, viele andere Pilger, die dann hier in den heißen Quellen sitzen. Hier vor allem in dieser Eingangshalle nicht so sehr unbedingt. Aber wenn du dann mal reinguckst in den nächsten Gang, siehst du da ja große Steine, wo dann Leute nackt drauf liegen und dann durchgeknetet werden. Oder eben wie sie einfach in diesen Bassins sitzen. Sich gut gehen lassen. Also jeder ist hier irgendwie nackt und ja, wenn man raussteigt, dann greift man so ein bisschen lässig nach dem Handtuch und wickelt sich das um die Hüften laissez-faire, aber du kannst dann auch die paar busigen Frauen erkennen oder auch den einen oder anderen Pimmel, den du heischen kannst. Also Zulamin legt ihre Kleidung ab und steht dann vor Abelmir. Wisst ihr, Abelmir, nicht jedes Nacktheit ist nicht immer und unter jeden Umständen sexuell. Ich habe nichts gegen Nacktheit. Ich teile bloß nicht das Gefühl, dass ich meine Nacktheit mit anderen teilen müsste. Aber mir, wie ein guter Traviergewalter mit Magierrome in den Bottich. Nun, aber mir, wir würden natürlich nicht wollen, dass ihr etwas tut, was euch nicht behagt. Wie gesagt, man wird euch sicher die Unterkunft zeigen. Naja, aber mir, und wenn ich euch beruhigen soll, wenn Sulamin euch tatsächlich verführen wollen würde, würdet ihr das merken? Kann ich euch aus Erfahrung berichten. Und ich verrate eurer Frau schon nichts. Also, Abelmir, du musst keine Angst haben. Es gibt nichts zu verraten. Natürlich nicht. Und ich zwinkere ihm einmal zu. Natürlich nicht. Außer jetzt erzählt wieder die Gerüchte, was eure Spezialität zu sein scheint. Abelmir, wirf mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Immerhin steht Zulamin nackt vor dir. Das ist ja schwer um mindestens 3 Punkte. Siehst du, ich muss mich nicht selbst beherrschen. Ah, ganz knapp. Also du merkst ich bin wohl, echt ein Sinnbild eines Schwarzmagiers. Du musst dein Becken so ein bisschen wegdrehen. Ja, ich würde mich dann abwenden und meine Rüstung, meine ganze Kleidung in einen wahrscheinlichen Fachlegung legen und auch dieses Handtuch mich bekleiden, sozusagen. Und mich dann mal in die Richtung von diesen heißen Quellen laufen haben. Ja, Bademantel wirst du da auch finden. Also nicht nur Handtücher, sondern auch ein Bademantel, so ein flauschiger, der dir da gereicht wird, wenn du möchtest. Wunderbar. Und wie in einer horasischen, in diesen Badehäusern. Nur, das ist in Aranien, das ist ganz weit weg von zu Hause. Ja. Ja, kannst du eben, wie gesagt, sehen, wie da Leute rasiert werden, wie sie sich dann auf so einen Stuhl gesetzt haben, halb liegend sogar noch, wie dann Schaum aufgetragen wird. Einigen Leuten wird sogar die Ohrhaare werden mit so einem kleinen, was ist das, so ein Zündstäbchen, werden dann die Ohrhaare weggekokelt, geschmort und Nasenhaare, die rausgezuppelt werden oder irgendwie heiße Steine, auf die man sich legen kann, damit man dann da selbst durchgeknetet wird von diesen heißen Steinen und Akupunktur mit irgendwelchen kleinen Stäbchen, die wohl in die Haut gesteckt werden. Da während du da so durchgehst durch diese Hallen, geht dir so ein ganzes Kribbeln durch deine Haut. Die ganzen Möglichkeiten, da müsste man sicherlich 2 Wochen hier bleiben, damit man hier diese ganzen Annehmlichkeiten genießen kann. Also rasieren würde ich mich ganz selber. Ich habe da hält genug, um mich nicht eine Rasierklinge in meinen jemals Hals von jemandem fremden führen zu lassen, ja, okay. Vor allem nicht in meinen Ohren. Ja, niemand vertraut Reihergeweihten mit einer Rasierklinge, genau. Nicht in Ohren, nein. Stimmt, wir sind ja in Ohren, verdammt. Hülamin kommentiert so, Kishal Nasori ist auch sehr bekannt für die Heilkunst. Ja, ich ja bald auch. Aber ihr wolltet mich keinen Blick drauf werfen lassen.
Du durftest gucken. Du durftest nur seine Schädelplatten nicht mehr in die richtige Position schieben. Ihr könnt so eine Bademeisterin erkennen mit unglaublich langen schwarzen Haaren, die wohl irgendwie gerade so ein Zwerg anschreit. Nicht rennen! Nicht rennen! Das ist kein Rennen, das ist schnelles Gehen. Entschuldige ich meinen Genossen. Naja, Boltox, er war aber schon sehr schnell am Gehen. Das musst du jetzt aber zugeben. Du machst mit einem Schritt das Doppelte. Der oder Boltox, wie lässt sich in das warme Wasser gleiten? Ihr seid doch etwas kleiner als ich. Ja, siehst du, also musst du schleichen? Nein, oder? Also können wir auch schnell gehen. Naja, das ist in Ordnung für mich. Siehst du. Und wenn wir ganz viel Glück haben, Boltax, dann werden wir morgen früh noch überfallen. Oh, ja, das wäre... Dann musst du aber diesen Speer benutzen. Ich bin gespannt, was die Verkiner dann dazu sagen. Vielleicht schließen sie sich uns an. Dann hätten wir ein Schiff voller Verkiner. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, aber wir hätten ein Schiff voller Verkiner. Aber siehst du auch schon, wie Abel mir sich freut? Ja. Oh, sobald er im Wasser ist, zeige ich ihm mal die sympathische Vereinigung von Wasser und Luft. Ja, Boltax, ihr sitzt da vorne. Ich bin gleich da. Ich stecke erstmal einen ganz kleinen Zehens ins Wasser und wenn es warm genug ist, lasse ich mich hineingleiten. Oh, es blubbelt sowas richtig schön. Du kannst sehen, wie da wohl irgendjemand, vielleicht ein Zwerg, Löcher in den Sitz gebohrt hat von diesem, ja, von dieser Sitzfläche und da blubbeln so leichte, was ist das, irgendwie Dampfblasen blubbeln daraus. Das ist so richtig angenehm. Ich war zwei Schritte davon entfernt. Ich habe eine Ahnung, woher diese Blasen stammen. Ja, und dann hoffentlich genieße ich die Ruhe, die auf mich wirkt. Hoffentlich. Ja, Diamantis. So halbwegs. Diamantis gleitet auch völlig entkleidet, nur noch mit seiner silbernen Maske auf dem Gesicht. Knapp so, 5 Zentimeter, einen halben Spann neben Abel mir ins Wasser und lässt mit einem lauten Seufzen auch ankündigen, dass er jetzt entspannt ist. Abel mir, Platz freigehalten. Wunderbar. Ja. Und? Ey, was starrt der drüben denn so? Hast du noch nie eine silberne Maske gesehen? Alles gut, wenn ihr euch so wohlfühlt, dann macht doch. Ja. Ich lass mich auf die... gewöhnungsbedürftig aus. Ich lass mich auf die andere Seite von Abel mir nieder. Abel mir, guck mal. Was? Eine sympathische Vereinigung von Luft und Wasser. Ich meine, sympathetisch. Ja, und sympathisch. Es stinkt plötzlich ziemlich ekelhaft. Ich setze mich wieder zwei Schritte weiter weg. Das war nicht notwendig. Wir sollen hier entspannen und nicht eure Körperfunktion testen. Nun, das eine geht mit dem anderen einher. Ja, seid entspannt auch hinten bei eurem Freund, dem anderen Zwerg. Der hat ähnliche Probleme mit seinem Schließmuskel. Ach, ihr wollt gemeinsam mit uns entspannen. Ihr Nein, kein ihr, Problem. Ihr sollt dorthin gehen. Ich würde ihn mal herwinken. Nein! Hey, Bruder! Was machst du denn Bruder, hier? Bruder! Hey, komm, warte so mal, ich komm! Ja. Guck mir die Pilze hier So ein gutes Aroma! Hast du da gesehen? Das ist ein Höhlenschwamm! Ja, ich hab's gesehen! Hey, du bist doch Boltax, oder? Hey, Boltax! Ja, Mann! Schön, dich zu sehen! Wie heißt du? Ich guck mich noch an der Becken um. Die Höhle halt von unserem Lachen und den Witzen, die du schon 30 Mal gehört hast, die wir jetzt austauschen. Also von der Armbrust. Dulamin taucht einmal ab, um den Lärmpegel zu mindern. Nee, die Armbrust ist ja ernst gemeint. Die besten Witze sind hier über Käse und über Pilze. Kommt für den Blumenladen. Fragt, haben sie mal geritten? Hast du mal geritten? Geil! Ja, der hat mir Zulamin erzählt, die mag Pferde so sehr. Oh, aber egal, was macht's Leben? Guck mal um die Ecke und die Kutsche ist weg. Ah! Den verstehe ich nicht. Was haben die Bornstolz, also Störrebrands Kutsche und das Maler mal gemeinsam? Sind beides Märtyrer. Geil. Den wiederum habe ich jetzt nicht geschnallt. Märtyrer. Verstehst du, Märtyrer?
Nein. Kutschen mit Märtyrern, Mann! Warum ist das Marder mal ein Märtyrer? Weil Marder wegen dem Zaubern, egal darum. Märtyrer! Zwergenwitze kann man nicht erklären, die sind einfach so lustig. Nein, richtig. Das ist ein Schwarzmagier, der hat eh keine Ahnung. Menschen verstehen Zwergenwitze nicht. Ich habe mir sagen lassen, man braucht mindestens 4 Bier, um Zwergenwitze zu verstehen. Oh ja, gute Idee, hol uns mal 4 Bier. Hol uns mal 4 Bier, Junge. 4 für mich und 4 für Boltax. 4? Ich kann mindestens 6 tragen. Das ist eine gute Sache, dann 6 Bier. Sehr gut. Ich stehle mich heimlich weg zu hinten, Massage liegen. Ja. Kannst dich richtig schön durchkneten lassen. Und wie gesagt, heiße Steine, die dann da irgendwie auf deinen Rücken getan werden, die seine Muskeln entspannen und so durchgelockert werden. Und ja, dann kannst du sehen, wie dann so ein kräftiger Kerl hinten an dich rantritt und dann ja wohl laut lacht, derbe Witze reißt. Aber er ist echt ein herausragender Masseur. Gut. Dann könnt ihr auch hier regenerieren. Plus 3. Hanne, ich bin voll. Oh, ja, ich jetzt auch. Halt. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr hier im Kloster von Nasuri tun möchtet? Ja, bevor wir uns zur Ruhe betten, möchte ich meinen Stab aufladen. Dämon beschwören. Nein. Aber mir fehlt ein... Gott, wie nennt man ihn? Ich hab schon, du weißt, den Verwandlungszauber. Mir fehlt ein Salander. Salamutander. Für den Frosch. Wir machen das Übliche. Wir vergrößern die Reichweite einmal. Wir lassen uns Zeit. Wenn ich ihn finde, kann ich auch einfach mal draufklicken. Also, und wir sparen uns für eine 10. Da kommt für eine 11 MR auf. Okay, 11 MR ist notiert. Ich würfel jetzt erstmal. Du musst da zum Glück nicht mitnotieren. Haben wir jetzt alle Gegner 11 MR? Alle 12 MR. Also. da müssen wir gar nicht dran rumrechnen. Das ist gelungen. Wirkungsdauer ist basically egal, denn es wird in Stunden gerechnet, so ich werde es nicht zwingen. Reicht. Alles klar, noch irgendjemand, der was tun möchte? Ja, bevor wir regenerieren, möchte ich diesen friedlichen Ort hier nutzen, um meine Rüstung Chor zu weihen. Was? Da will ich aber eine Beschreibung. Möchtest du irgendjemandem die Kehle aufschlitzen? Er nimmt sich so einen ganzen klimpernden Sack voller Silberstücke, wirft er sich über den Rücken, malt außen noch so ein Dukatenzeichen drauf und geht damit durch die Straßen und hofft, niemand überfällt. Naja, also ich würde mir am besten einen ruhigeren Teil der Quelle suchen, wenn möglich. Dann suche ich eine möglichst flache Wand, an die würde ich dann, nachdem ich mir meinen eigenen Arm geschnitten habe, nach und nach einzelne Symbole des Chor malen. Und dann erst stolz auf mein eigenes Werk blicken, dann mich umschauen. Scheiße, ich habe die Rüstung vergessen. Ah, das ist Macht, die Gewohnheit, sonst trägt man sie immer bei sich. Dann nochmal durch den ganzen Tempel stolzieren, mir meine Rüstung auf den Rücken werfen. Ja, das sieht doch gut aus hier. Und dann möchte ich in meine Rüstung die schwarzes Feld sprechen. Ich würfel mal und dann rechne ich das im Nachhinein durch. Du hast dir natürlich die stille Ecke genommen, die sich auch Abel mir ausgesucht hat, um von allen anderen wegzukommen. Ich kann mir das auch vorstellen. Abel mir wird gerade massiert, auf einmal fängt Raffin mit blutigen Brüllgesängen an. Ja, wir werden sie vernichten. Schamania, Schamania. So, ich muss das Ganze durchrechnen, aber ich würfel das Ganze gut auf Grad 4. Okay. Also habe ich wieder 4 Karma, yeah. 4 Karma? Gib nicht alles auf einmal aus. Doch, das ist alles. Kauf dir ein Eisball, Junge. Gut. Tulamin würde meditieren und ansonsten ja ein bisschen im Kloster herumschlendern, mit verschiedensten Leuten reden. So quasi so von der Grundstimmung, ob es das Kloster irgendwie negativ beeinflusst hat, dass sein Abt so auf Abwege geraten ist oder ob mir alles normal vorkommt. Ja, kannst du gerne mal würfeln, wenn du möchtest. Menschenkenntnis oder was willst du haben? Willst du dich einstimmen auf die Göttin oder möchtest du mit den Leuten reden? Das sind zwei verschiedene Sachen. Also ich würfle auf jeden Fall beides. Okay, dann einmal die Liturgiekenntnis. Das sind dann 18 Punkte, weil es kommen ja noch 3 drauf aus Nähe zur Gottheit.
Also das Kloster ist immer noch Grad 2 geweiht. Da ist nichts irgendwie unharmonisch oder chaotisch manifestiert. Und die Leute sind ein bisschen reserviert, möchtest du meinen, dafür, dass sie in so einem Kloster arbeiten, in einem Raya-Tempel. Jeder hat so seine eigene Persönlichkeit. Vielleicht sind sie auch einfach konzentriert, möchtest du meinen, konzentriert auf ihre Arbeit. Oder naiv. Sie haben den Abt nicht vermisst. Azaban wurde nicht vermisst. Dafür, dass er so sehr lange weg war, kamen die wohl auch gut ohne ihn zurecht. Dass er jetzt wieder da ist, scheinen sie zur Kenntnis zu nehmen. Das ist halt so. Okay, dann folgere ich daraus, dass er sie wahrscheinlich deswegen nicht beeinflusst hat, weil er einfach ganz lange nicht mehr da war, sondern seinen Ideen nachgejagt ist, zum Beispiel eben in Elborum. Genau, das könnte passiert sein, ja. Oh, also sie wirken nicht auf dich von ihm pervertiert. Das auf keinen Fall. Also er hat das, wenn überhaupt, hat das alleine durchgezogen mit diesen Büchern und was er da nicht alles gelesen hat. Also er hat da nicht gepredigt. Zumindest nicht hier. Mhm. Gut, dann ist Zulamin fürs Erste beruhigt und entspannt ein bisschen und verarbeitet die Ereignisse in Yarkesh.